erbkrank im Sinne dieses Gesetzes ist, wer an einer der folgenden Krankheiten leidet. Erstens, angeborenem Schwachsinn. Zweitens, Schizophrenie. Drittens, zirkulärem Irresein. Viertens, erblicher Fallsucht. Fünftens, erblichem Veitstanz. Sechstens, erblicher Blindheit. Siebtens, erblicher Taubheit. Achtens, schwerer erblicher körperlicher Missbildung. Ferner kann unfruchtbar gemacht werden, wer an schwerem Alkoholismus leidet. Anfangen. Irgendwo müssen wir anfangen. Wie hat eigentlich alles angefangen? Und wo hat es aufgehört? Hat es wirklich aufgehört? Oder sind wir noch mittendrin? Wir sind meist mittendrin, weil es oft keinen richtigen Anfang und kein richtiges Ende gibt. Nur eine Welle von Anfängen und Enden oder mal mehr oder weniger Anfang oder Ende, während eigentlich alles irgendwie weiterläuft. Mehr oder weniger. Am Ende kommt es immer darauf an, wo man anfängt hinzuschauen und hinzuhören. Und hier ist unser Anfang. Hier. Hier hat das, wovon hier die Rede ist, auch irgendwann angefangen. Doch wir beginnen irgendwo. Irgendwo hier. Ich bin Moritz Verden-Halven, ich bin Facharzt an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Klinikum der Goethe-Universität in Frankfurt und leite hier die Arbeitsgruppe zur Geschichte der Psychiatrie, die sich auf die Fahne geschrieben hat, die Rolle der Universitätsnervenklinik in Frankfurt weiter zu beleuchten, vor allen Dingen in Bezug auf die NS-Massenverbrechen an Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen während der Zeit des Nationalsozialismus. Mein Name ist Jens Kolata, ich bin Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt. Ich habe eine wissenschaftliche Studie zur Geschichte des öffentlichen Gesundheitsdienstes in Frankfurt am Main verfasst. Es ist wichtig zu sagen, dass es schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine sehr große psychiatrische Anstalt in Frankfurt gegeben hat, auf dem Gelände des heutigen Campus Westend.
die sogenannte Anstalt für Irre und Epileptische am Affensteiner Feld. Und in den 1920er Jahren hat sich halt gezeigt, dass da eigentlich keine zeitgemäße Behandlung mehr sinnvoll möglich ist. Und deswegen konnte durchgesetzt werden, dass eine neue, moderne Nervenklinik gebaut wird. Und die ist dann von 1928 bis 1930 auch gebaut worden. Da war ganz wesentlich dran beteiligt an den Planungen des Neubaus der damalige Direktor der Klinik, Karl Kleist. Also was man natürlich im Hinterkopf behalten muss, ist, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis damals ein ganz paternalistisches Verhältnis war. Das bedeutet, dass in Vorlesungen, die auch vorgeführt wurden, und da kann ich mir schon vorstellen, dass es für viele Betroffene auch unangenehm war, vor einem vollen Hörsaal lauter Studierender aufgezeigt zu bekommen, welche Bewegung man zum Beispiel nicht mehr kann oder welche Sprechstörung man aufgrund eines Schlaganfalls hat oder wenn man beispielsweise den Gedanken hat, dass Menschen hinter einem her sind und man verfolgt wird. Ich habe in meiner Studie mich konzentriert auf die Frage, wie kam das Gesundheitsamt, wie kamen die jeweiligen Dienststellen zu ihrem Wissen über die Betroffenen? Und genau da ist sozusagen der Ausgangspunkt. Oftmals kamen Meldungen von solchen Außenfürsorgerinnen. Hier gibt es eine Person, die psychisch auffällig erscheint. Es gibt Gerede in der Nachbarschaft oder man hat selber den Eindruck von den Betroffenen, dass die Person psychisch krank oder auffällig sei. Und dann hat beispielsweise die Fürsorgestelle für Gemüts- und Nervenkranke des Gesundheitsamts dann die Person aufgefordert, vorstellig zu werden auf der Behörde oder hat direkt einen Hausbesuch, um auch über die familiären und die sozialen Umstände ermittelt und daraus basierend dann weitere Schritte entschieden, bis hin zu der Frage Beantragung einer Entmündigung vor dem Vormundschaftsgericht und eventueller Anstaltseinweisung. Also das sind Abläufe, die haben sich schon seit den 20er Jahren auch so eingespielt zwischen verschiedenen Behörden. Und da trat nun dann ab der Zeit des Nationalsozialismus noch die eugenische Komponente zusätzlich hinzu. Einerseits, dass solche Meldungen eben nicht nur eine psychiatrische Untersuchung, sondern gegebenenfalls auch eine Sterilisationsanzeige zur Folge haben konnten. Karl Kleist hatte an einigen Punkten auch mit dem hochrangigsten Rassenhygieniker in Deutschland, mit Ernst Rüdin, Konflikte um bestimmte Diagnosen in Bezug auf Zwangssterilisation. Das wurde in der Nachkriegszeit dann so interpretiert, als ob er ein grundsätzlicher Gegner gewesen wäre. Das ist nicht der Fall. Aber er hatte einfach andere Schwerpunkte und hatte vor allem sein eigenes Klassifikationsschema und das ließ er sich auch nicht von den Nationalsozialisten vorschreiben. In anderen Bereichen hat er zugearbeitet und mitgearbeitet im Bereich der Sterilisation und auch die Diskussion über die eugenische Sterilisation schon vor 1933 auch mitgeführt. Demgegenüber steht aber eine Haltung, auch da wahrscheinlich kann man einen klassistischen Hintergrund vermuten, gegenüber promiskuitiven jungen Frauen. Da war es eben häufig so, dass sie vom Gesundheitsamt, wenn sie der Sexarbeit nachgingen, kontrolliert wurden. Und wenn dann wiederum der Verdacht bestand, dass eine sogenannte Psychopathie vorliegen könne, wurden diese jungen Frauen dann von der Hautklinik in die Nervenklinik gebracht. Und dann wurde hier darüber entschieden, ob eine weitere Anstaltsbehandlung notwendig ist, weil eben eine Psychopathie vorliegt oder eben nicht. Das war etwas, was auch schon in den 20er Jahren so gehandhabt wurde. Und ab 1934 ging damit dann auch immer die Frage einher, ob die Indikation zur Zwangssterilisation besteht. Und da haben wir schon den Eindruck, dass in diesen Fällen sich ganz klar häufig für eine Zwangssterilisation ausgesprochen wurde. Um zu untersuchen, wie viele Menschen von der Nervenklinik der sogenannten Euthanasie zum Opfer gefallen sind,
Da haben wir uns eben angeguckt, eben gerade weil wir uns gefragt haben, was waren denn die Handlungsspielräume und wie sind die genutzt worden. Also Kleist sagt im Hadamar-Prozess, dass er im Herbst 1940 davon erfahren hat, dass die Morde stattfinden auf einer Tagung. Und deswegen haben wir uns angeguckt, mal welche Menschen wurden denn zwischen 1940 und 1945 verlegt. Das ist, sind relativ viele. Das, also wir hatten dann nur Zugriff auf ungefähr ein Drittel der Fälle. Und dieses Drittel sind über 400 Menschen. Also wir müssen davon ausgehen, dass über 1200 Menschen von hier in der Anstalt verlegt wurden, zwischen 1940 und 1945. Und von diesen Fällen sind über die Hälfte bis 1945 auch in der Anstalt verstorben, respektive ermordet worden. Einfach aufhören. So vieles gesagt, so vieles ungesagt. Wenn so vieles ungesagt bleibt, ist aufzuhören schwer. Vieles unverändert und unverändert ungesagt, unausgesprochen, ungehört, unerhört. So hört es nicht auf. So hat es nicht aufgehört. So wie es 1933 nicht angefangen hat, so hat es 1945 nicht aufgehört. Auch weil vieles ungesagt und ungehört bleibt. Weil vieles ungestraft, ungesühnt bleibt für das Unermessliche. Am Ende aber nicht aufhören. Nicht aufhören, aufzuhorchen, zuzuhören. Worte sind auch Taten, bevor aus Worten Taten werden. Tatsachen. Beim Namen nennen. Mit dem Finger zeigen. Kein Blatt vor dem Mund und alle Karten auf dem Tisch. Böse Zunge sein. Einsame Rufer. Ungesagtes sagen. Geschehenes berichten. Damit es irgendwann, ja, irgendwann, damit es irgendwann aufhört.